weiß man dann überhaupt im Volumen oder eigentlich die Sicherheitskräfte, sagen wir, wie groß diese Clowns sind? Im Detail nicht. Man kann das immer nur abschätzen, weil man gar nicht weiß, wie weit sich dieser Clan ausbreitet. Beispielsweise, wenn jetzt vom Piri-Clan die Rede ist, da ist immer von 300 bis 600 Familienmitgliedern. Also es ist jetzt nicht Vater, Mutter, Kind, ja, sondern es sind dann meistens ein paar hundert, die dort tatsächlich dann eine Familie entsprechend. Weil ich habe was gelesen, dass also auch gerade in dem Bereich Security-Dienste, ja, gerade ein großer arabischer Clan, sagen wir mal, so richtig in Deutschland richtig die Hand drauf hat, die sind da so richtig dick drinnen im Geschäft, wo ich sage, okay, gut, natürlich mit den ganzen Flüchtlingen und den ganzen Security, was sie jetzt wieder mal brauchen, mit diesen Attentaten und sonstiges, beflügeln nicht in den Geschäften. Ja. Also das große Problem, was auch an der Stelle passiert ist, und das ist was, was man bei dieser Diskussion auch grundsätzlich mit ansprechen sollte, es ist ja nicht jeder Migrant Verbrecher. Und die Leute, die am meisten unter diesen Themen leiden, sind tatsächlich die Migranten, die wir hier im Land haben und die dann gegebenenfalls auch irgendwo aus dem Nahen Osten kommen, die zu irgendwelchen verfolgten Minderheiten gehören. Wir haben beispielsweise in Nürnberg bei der AfD regelmäßig einen christlichen Asylbewerber aus dem Irak, der zu uns kommt und sagt, furchtbar, was für Zustände wir bei uns haben in den kurdischen Autonomiegebieten im Irak, vor denen ich geflohen bin, und mich und meine Familie hat tatsächlich die iranische Geheimpolizei mit dem Tod bedroht und deswegen musste ich fliehen und so weiter und so fort. Der dann auch sagt, ja, ich werde hier von den Deutschen teilweise blöd angeguckt, weil ich tatsächlich so aussehe, wie die Leute, die dann gegebenenfalls auch aus dem gleichen Kulturkreis kommen und dann dort tatsächlich auch für solche Attentate in den Medien dargestellt werden oder in Bezug auf diese Clanfamilien da sind und so weiter und so fort. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem in Bezug auf die mediale Berichterstattung. Die mediale Berichterstattung, die fasst es nämlich immer so allgemein. Also Männer. Männer sind sowieso schon mal, wenn man das so liest, weckt sich einem der Eindruck, so Männer sind Kriminelle. Ja, es ist entweder von Männern die Rede oder es ist von Südländern die Rede. Aber es hat in der Regel wenig damit zu tun, ob jemand ein Mann ist oder ob jemand ein Südländer ist, wenn er mit dem Auto jetzt oder mit dem LKW in Berlin über den Weihnachtsmarkt fährt. Sondern das hat was mit einem religiösen und einem kulturellen Hintergrund zu tun. So, und darauf muss man dann im Detail dann tatsächlich bei diesen Sachen auch eingehen und dieses Pauschalisieren immer, Männer sind Kriminelle, was ganz gerne auch von linken Politikern ja vertreten wird, zu sagen, ja, es gab ja früher am Oktoberfest auch schon irgendwelche Übergriffe und Männer sind da sowieso schuld und deswegen haben wir gar keine neuen Zustände und gar keine neuen Probleme, ja, dieses ganze Thema wegzunegieren und auf der anderen Seite dann zu sagen, ja, aber wir brauchen schon irgendwo einen Zaun ums Oktoberfest jetzt. Also das passt von vorne bis hinten irgendwie nicht zusammen von dem, was man dort tut. Dort geraten tatsächlich gerade die Leute, die uns als AfD auch nahestehen, also dieser islamkritische Bereich der Migranten, die geraten häufig sogar dreifach in die Extremistenfalle. Die werden von den Islamisten angegangen, weil die Islamisten sagen, was seid denn ihr für Leute, dass ihr hier euch gegen uns stellt. Die werden von den Rechtsextremen angegangen, weil die sagen, was seid denn ihr für Typen, die hier aus irgendwelchen anderen Ländern herkommen und bei uns mitmischen wollen in der Politik. Und die werden von den Linksextremen angegangen, weil die Linksextremen sagen, was seid denn ihr für Nazis, die hier nach Deutschland gekommen sind. Ja? Das heißt, sie sind dreifach in dieser Extremistenfalle und werden von allen Seiten massiv angegangen. Und das ist eigentlich mit die stärkste Wählerschicht, die wir als AfD auch haben. Die Leute, die sagen, das, was ihr hier in Deutschland an Zuständen fabriziert habt und wie ihr eure Werte aufgegeben habt, das geht gar nicht. Gibt es noch weitere Fragen?